Und geh mal gucken, was da so ist. Weil da waren ja auch noch so ein, zwei Gegenden, wo wir noch nicht waren. Frage ist nur, wo wir hingehen. Gehe ich da jetzt hin, wo wir das Wappen benutzt hatten? Durch die Tür? Oder gehen wir jetzt woanders hin? Gibt's noch woanders? Ja, Wahnsinn. Alter, der macht ja gar keinen Damage mehr auf mir, ne? Mega gut. Da ist ja auch noch ein Item oben, ne? Okay. Kein Drop? Bei zwei Einheiten? Frech. Wir können hier jetzt da geradeaus gehen oder hier runter. Wir gehen erstmal zum Feuer. Nicht, dass wir irgendwie beim Drachen da wieder spawnen, weil es wäre auch ein bisschen Quatsch. So. Da kommen wir zu dieser Brücke da, glaube ich, hin. Da hatten wir, glaube ich, auch hier den... Nee, da war die Katze. Die Brücke war hier. Dann gehen wir... Gehen wir hier hin? Ja. Da haben wir jetzt alles fertig. Dann gehen wir mal kurz hier rein. Hier hätte ich, glaube ich, auch alles angeguckt. Bis zum Boss, ne? Wir gehen trotzdem mal ganz kurz gucken. Ich will jetzt nämlich nur sicher sein, dass wir hier auch wirklich durch sind. Ach, hier war ja dieses komische Kackvieh, ne? Naja. Wo ging das nochmal hin? Runter. Boah, hier kenne ich mich gerade nicht mehr aus. Das ist gerade ein bisschen doof. Oh, hier ist ein Weg nach oben. Okay. Habe ich den schon mal gesehen? One hit, lol. Das ist ja geil. Okay, hier ist eine Nachricht nochmal. Was war das nochmal? Pass auf, Lügner. Okay, warum Lügner? Meinte, war wahrscheinlich ein Item hier, ne? Okay, hier runter geht's auch nicht. Und da war auch nichts, ne? Ich gehe trotzdem mal ganz kurz gucken, sicher ist sicher. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt nämlich nochmal ganz kurz einen Schritt nach oben. Hier. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Wo geht's denn hier lang? Hi. Ja. Alter, hier sind vier Leute gestorben. Alles klar. Hier war ich echt noch nicht. Lol. Hey, da war doch dieses komische Schmetterling-Vieh. Nee, war es nicht. Da hinten geht's nicht weiter. Er sah auf jeden Fall so ähnlich aus. Wolfsring. Ach, lol. Lol. Hier bin ich. Da war der Eingang ins Gebiet. Da hinten ist dieses komische Wappen. Da ist das Wappen, da wo ich jetzt gerade hinguckte, rechts. Lol. Dann sind wir jetzt immer im Kreis gelaufen. Ja, macht Sinn. Klar, da runter, hier durch und hier wieder hoch. Dann sind wir hier durch, ne? War hier nicht noch ein Item, wo wir hinspringen konnten? Nee, dann gucken wir uns ganz kurz an, was der Wolfsring kann. Havels Ring. Ja, okay, alles richtig. Verstärkt Balance. Einer der Spezialringe, die von den vier Rittern Gewinns geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz im Wiki nach, weil man weiß ja nie, was da für ein versteckter Wert hintersteht, ne? Dark Souls Wiki. Wolfring. Gucken wir mal einfach mal nach.
Autokorrektur macht Wolfgang draus. Danke dafür. Wolfring. Increase Poise by 40. Apropos, wie viel Poise haben wir eigentlich? Also hier, Haltung wahrscheinlich, ne? Dachte ich. Wo sieht man die Haltung eigentlich? Balance, da. 91. Und das gibt dann uns dann 40. Okay. Ja. Drauf geschieselt. Dann sind wir ja hier auch durch. Hätte ich mich schon vorher hingekonnt, aber habe ich irgendwie, keine Ahnung, übersehen einfach? Weiß ich gar nicht. Lol. Was rollt denn der noch durch die Gegend? Und hier war nichts mehr, ne? Nee. Dann gehen wir hier wieder hoch. Dann sind wir jetzt hier durch. Alles klar. Ich finde es übrigens ein bisschen witzig, ne? Mal einfach nur so zum Verständnis nochmal. Ist euch eigentlich bewusst, dass ich eigentlich meine allererste Feuerhüterin, die uns quasi alles hier ermöglicht hat, also quasi unsere Freundin ist, dass ich die eigentlich konsumiert habe? Also gefressen habe, richtig? Steh mal auf. Pfeife. Genau, hier bin ich ja schon ordentlich durchgegangen, glaube ich. Hier war ja nichts mehr. Da war nur die Ruine. Wo dann... diese komische... Der Schmetterling. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ja, hier diese komische Mondlicht... Mondschein, Schmetter, irgendwie sowas. Glück, ist hier ein Lagerfeuer oder was? Nee. Oder meinte mit Glück, weil jetzt hier eine Tür ist, wo dann die großen Dinger nicht reinkommen. Keine Ahnung, komischer Typ. Hey, die Nachrichten sind teilweise echt, also größtenteils würde ich sogar schon fast sagen, irgendwie Bullshit. Aber egal. Apropos, wir können eine Nachricht sehen, das ist der Online-Modus ja doch noch da. Ja, hier war der Boss. Den haben wir getötet. Dann gehen wir mal hier rein, würde ich sagen, ne? Ich hab vergessen, was hier drin war, ehrlich gesagt. Scheiße. Wenigstens weiß ich jetzt, dass wir mit Schandstadt komplett durch sind und nur hinter Quedex-Sphäre noch was ist. Das heißt, Schandstadt müssen wir nie wieder betreten. Geil, ey. Schrottstadt, ey. Mein Gott, ging es hier nochmal hoch. Vor dir, Okkult. Tot. Ha. Mein Gott, ich muss schon wieder niesen. Frech. Hier war nichts mehr, ne? Das ist jetzt ja spannend. Wo geht's denn dann hin? Dann gehen wir mal da lang, wo wir die Seelen gefarmt hatten. Oder? Ja. Dann sind wir hier umsonst hingelaufen. Dann waren wir hier echt fertig. Ja gut, wir haben noch diesen einen Wolfsring bekommen. Also hat sich das schon mal gelohnt, glaube ich. Ja. Nochmal runter. Das ist eigentlich auch ein cooles Gebiet hier, finde ich. Gefällt mir. Dann gehen wir wieder nach ganz oben, da wo das Siegel benutzt wurde. Genau. Mein Gott, wie viele Leute hier auch immer sterben, ne? Faszinierend. Wie er gewartet hat. Voll nett. Nochmal ganz kurz ans Feuer setzen. Eben auffüllen, ne? Hier ist eine Nachricht. Was willst du? Viel Erfolg. Ach so. Dann gehen wir mal hier lang. Da rechts hat man alles geguckt, ne? Ich gehe nochmal ganz kurz nur abgleichen. Ach so. Klar. Nacht, Kumpel. Einfach nur mal ganz kurz absichern, dass hier auch wirklich nichts mehr war. Nicht, dass wir irgendwas übersehen oder vergessen, weißt du? Das wäre jetzt echt ärgerlich.
Ja, komm mal mit. So, hier ist nichts mehr. Da sind noch mehr so komische so Fangpflanzen da. Hier sind sehr viele davon vor allem. Guck mal, wie viel Schaden der... Also, wie viel Ausdauer der verbraucht. Gar nichts eigentlich, ne? Krass. Ach ja. Das können die auch noch. Das hab ich vergessen. Aber selbst das macht auch kaum Damage. Ja, cool. Wieder Moosklumpen. Blutroter Moosklumpen. Ein Flakon. Und das Item hatten wir gesammelt, ne? Ja. Ich möchte mich mal ganz ehrlich sagen, dass das Map-Design dieses Spiels einfach unfassbar gut ist. Leck mich am Arsch. Ich müsste ja mal bedenken, dass die ganzen Sachen ja auch alle zusammenhängend sind, so, ne? Wenn ich jetzt hier runter gucke und so weiter, man sieht nichts von den anderen Gebieten und wenn, dann passt es halt auch. Also, weil man kann ja, es ist ja nirgendwo ein Ladebildschirm. Außer natürlich, du reist da jetzt hin oder so. Das heißt, man kann da wirklich hingehen und es passt halt, weißt du, ich meine? Und dann sind die Gebiete teilweise trotzdem so riesig und gigantisch und alles voll krass. Finde ich faszinierend. Das ist hier auf jeden Fall sehr großräumig, deswegen will ich hier nochmal kurz rumgucken, weil ich hier nicht was vergessen habe. Weil stell mir vor, das wäre voll ärgerlich. Das zum Beispiel. Hier geht's runter. Aha. Da ist noch eine Hydra. Ja, schön. Aber genau das meinte ich, weiß ich. Safe irgendwas, was sehe ich da? So, wo sind wir denn jetzt hier? Ih, was bist du denn? Okay. Du warst ja die... So wie die Warte mal, ist diese eine Katze, wo wir unseren Eis haben. Du sahst genau so aus. Nur ein bisschen fetter. LOL! Okay, Schaden hält sich zu guten Grenzen. Ja. Okay. Schmeckt's? LOL! Na dann, drauf da. Zweimal trinken. Nein, nicht fesseln. Kannst du bitte nicht? Hallo! Halt jetzt die Fresse, Junge. So, und nochmal einmal trinken. Kann ich schaden? Ja, ich sag mal so, coole Gegner, geht so, ne? Aber, also ich meine, kann man bekämpfen. Ich verstehe aber auch, warum die Leute hier gestorben sind. Kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil es 3 Stück sind. Aber nice. Da ist ein Item. Ehrenwerter Ritter. Mhm. Da ist nur tot. Ja, gut. Okay. Da ist doch bestimmt ein Boss, oder? Da ist so ein Riesentor. Guckt euch das mal an, ey. Dann gehen wir erstmal nach links. Das sind diese Pilze. Hallo. Die Pilze können nicht viel, wenn sie nicht groß sind. Das sind aber auch große Pilze. Das finde ich schlecht. Die kleinen Tapse-Pilze da.
Aber wenn hier die Pilze sind, die haben wir schon mal gesehen. Heißt das jetzt, dass wir da auch sind, wo wir schon mal reingegangen sind? Nee, warte mal. Hä? Da kommen wir her. Da müsste ja eigentlich auch die Brücke... Nee, nicht Brücke. Doch, die Brücke sein. War das eine Brücke? Doch, klar war das eine Brücke. Okay. Blind und taub. Ja, hier, das meine ich. Das ist die Brücke mit den... NPCs, die wir gekillt haben, ne? Pass auf, Rüstung. Oh. Was haben wir denn hier? Steinrüstung. Ui. Was kann die denn? Oh, guck mal, die, oh, die ist aber auch nicht schlecht. Alter. Hätte ich die mal vorher gefunden, das wäre krass gewesen. Also vielleicht zu Havel? Ist die nicht weit weg? Hätte ich die vorher gefunden, wäre ja krass gewesen. Der moosbedeckte Helm des Steinritters, des Verteidigers des Finsterwurzgartens. Der Steinritter ist ein Produkt alter Magie. Dieser Helm ist zwar auch von Zauberkraft durchtränkt, doch ist er unfassbar schwer. Stimmt, wie schwer war denn der jetzt? 6,8, ja, nicht so viel schwerer als unsere Riesenrüstung, aber schon schwerer. Ja, okay, dann können wir nochmal ganz kurz hier nach links gehen. Ja, dann gehen wir ganz kurz die Pilze töten. Weil irgendwas müssen die ja hier verteidigen. Das stört die aber auch überhaupt nicht, dass ich hier bin, ne? Die tapsen einfach durch die Gegend hier. Ha. Tut mir schon fast ein bisschen leid, die umzubringen, hä? Naja. Ha. Alter, es ist aber auch alles so großläufig hier, ne? Da kannst du ja easy was übersehen. Also das ist safe ein Boss da, oder? Also, ich habe noch nie eine Arena gesehen, die so nach Boss ruft. Lass mich raten, ist das auch so eine riesen Katze? Würde zumindest Sinn machen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich gehe nur ein bisschen weiter gucken, weil irgendwas müssen diese Pilze ja machen. Komisch. Hier ist halt echt gar nichts, ne? Da ist eine Kiste, glaube ich, im Wasser. Ich gucke gerne ein bisschen so hin und her. Na, man weiß ja nie. Da ist noch eine, so eine Leuchtpflanze. Warum? Keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal ganz kurz hier den großen Pilzenbesuch abzustatten. Komm mal her. Nicht stechen, ach. Ja, war klar. Ausdauer regenerieren. Nicht stechen. Ja, scheiße. Ich will ja hüpfen, aber nein, er will nicht, weißt du? Da kann ich dann auch nichts für. Ein Item. Goldharz, cool. Komm mal bitte her. Oh Gott. Noch so einer, der rumwatschelt hier. Mein Gott.
Ach Mann. Ja. Ach, ich brauche dringend das Zweihänder. Ich hoffe, das ist nicht so. Das Schwert ist echt geil, aber das stört mich ein bisschen. Wenn du was machen willst und das klappt nicht. Weil die besiege ich easy, ohne gehittet zu werden, aber... Da muss es auch funktionieren. Goldharz. Ja, stech. Ja, das meine ich halt. So eine Zeitverschwendung, mit dem Schwert zu stechen. So, und jetzt ist eine Mimik. Das wäre eigentlich witzig, wenn es jetzt eine Mimik wäre. Ja, ist gut. Ich wollte nur einmal drücken. Blaue Glut. Ui. Was kannst du denn? Blaue Glut. Nein, hier. Ah ja, hier. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Blaue Glut, eine Form der Magie, wird nur von Windheimer Magieschmieden bearbeitet. Wandelt eine Zauberwaffe plus 5 zu einer verzauberten Waffe um. Die verzauberte Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Verzauberte Waffen richten Zauberschaden an und werden durch Intelligenz gesteigert. Ah, für Magier, sehr praktisch. Cool. Dann sind wir hier durch, ne? Tatsächlich. Wir haben zwar nur 2 Flakons, aber ganz ehrlich, drauf geschisselt. Ist eh safe im Boss, aber wir probieren es trotzdem. Nee, warte mal, der ist ja unter uns. Ah. Okay, macht Sinn. Das muss ja ein Boss sein. Ich meine, guckt euch das nochmal einfach mal an, ja? Kannst du sagen, was du willst? Nachrichten davor, großes leuchtendes Tor, mit einer Brücke davor, übelst krasser Weg da, bis dahin. Wenn das kein Boss ist, du, was dann? Achtung vor dem Abgrund. Ach, das ist ja komisch. Achtung vor den Tränen. Tränen? Careful. Tears ahead? Tears. Nee. Hm. Pass auf, Tränen. Weißt du, das ist doch wieder so ein Typ. Achtung vor den Tränen. Ja, hat der doch schon gemacht. Gut, machen wir mal, ne? Was mache ich denn jetzt? Ich halte meine Hand davor, dann geht die Tür auf. Alles klar. Das ist ja mal sowas von Bosskampf. Na, zeig mal ganz kurz. Trinken und tot. Ripp. Und du? Gekämpft, gekämpft, gekämpft und da will er rennen und ums Datzingen geklatscht. Ärgerlich. Hier sind eine Menge Leute gestorben. Da sind eine Menge Nachrichten und ein Riesenschwert. Achtung vor dir, Kummer. Ah, hier sind sehr viele Schwerter. Brauchst Mut. Achtung vor dir, Tränen. Was meinen die denn mit den Tränen? Ja, ein Boss, war klar. Oder? Ja, siehst du? Oh, ein Wolf. Aber ein kleiner Wolf. Mit Schwert. Klar. Alles klar. Das sieht cool aus. Okay. Ach, du bist Sif. Okay. Kann ich dich blocken? Interessenhalber? Lol, kann ich? Okay, ja, das ist natürlich dumm. Ja, okay, der ist ein bisschen agil.
Ah, Fehler. Okay, gut, dann gehen wir direkt dahin mit 10 Flakons. Den finde ich geil, den Boss. Der ist ja mega cool. Brauchst Kummer, Tränen. Rollen die Leute wieder rum, weil da so ein Boss ist? Nein, oh mein Gott. Gehen wir da diesmal bei die Abkürzung direkt hier links rum, oder? Was ein cooler Boss, ey. Ja, wahrscheinlich ist er mega stark, aber ich kann ihn halt jetzt schon easy blocken. Haben wir? Unser schöner Freund. Ja, mach mal ruhig, ist mir egal. So. Ich finde, die machen mir auch gar keinen Schaden mehr, ne, die Leute. Ja, und den machen wir auch noch eben. Lol, das sind 2. Warum? Lol. Turning on us from the very start. Have a look at my soul. For it's the last thing you'll see. Hä? You poor fool. You idiot. Menschlichkeit. Murakumo Eisenrundschild. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Habe ich da irgendwas verpasst? Hä? Menschlichkeit, dunkler Holzmasering. Sag mal, Madame, sind die von dir? Oh, it is thee. Thine kinsmen are betrayed by thee. This doth bode most badly. No rest will ease thy rotten soul, whilst there is one clansman living. Forever tormented thou shalt be by our. Was hab ich denn gemacht? Howls. Hellish villain, thou hast used us most foully, thine own family. For thee, no mercy shall be shown. Was hab ich denn gemacht? Ja. Okay. Hä? Ich hab doch den Eid gar nicht gebrochen, oder? Hab ich ihn gebrochen? Wie? Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, was hab ich denn getan? Ich wäre gut, sollen sie kommen, ne? Aber. Hm? Wir haben auf jeden Fall hier, Eisenrundschild bekommen. Kräftiger Eisenschild des Shiva aus dem Osten, der schwerste der gewöhnlichen Schilde, wehrt Feindangriffe ab. Ein legendäres Stück aus Shivas Sammlung, doch niemand, der ihn je sah, kehrte lebend zurück. Ja, schick Feuerschild, ne? Eine Waffe, die habe ich auch bekommen, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, genau, Murakumo. Hm, Geschicklichkeit. Riesiges, geschwungenes Schwert, das mit Hilfe von Spezialtechniken in einem östlichen Land geschmiedet wurde. Die unvergleichliche Waffe schneidet wie ein Katana, ist aber schwerer als eine Natter-Machete. Es bedarf großer Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer, um sie zu führen. Ja, das stimmt. Aber was habe ich denn gemacht, um die zu verärgern? Gucken wir nochmal mit Zwicky rein. Ja, wie heißen die denn eigentlich hier? Ich guck mal nach Cat. Alvina of the Dark Rootwood. Lol. Da hab ich sie doch. Alvina, bla bla bla. Ja.
Encounter, Darkroot Garden. Bla bla bla. Lol, killing one intruder as part of the Forest Hunter Covenant, will result in Alvina giving the player a divine blessing. Killing three trespassers of the forest will grant the Ring of Fog. Was ist denn der Ring of Fog nochmal? Hab ich ihn nicht sogar? So ein komisches weißes Ding drauf. Da, hier. Ah ne, ist was anderes. Ring of Fog. Turns the player transparent, making them harder to detect. Ha. Notes. In the unpatched version of the original release, the ring also made players untargetable. Bla bla bla. Application. Ha. It is also extremely useful in Anor Londo to get past the part where you must run up the buttress while the other silver... Also während die zwei Schützen da oben standen, wir dieses Ding da hochlaufen mussten. Da hätten die uns nicht anvisiert. Wow! Wearing this ring reduces the trigger range of homing soul bla bla bla. Was war's? Ja, warte mal. Okay, wir haben die irgendwie verärgert, aber warum? Gucken wir nochmal ganz kurz nach, Cat's Covenant Ring. Der ist ja für die Forest Hunter Covenant, genau. You can join, bla bla. Killing any hostile creatures in the area, for example anything you can target, does not seem to affect your covenant status, though attacking Alvina, Shiva. Wer war nochmal Shiva? Keine Ahnung. And any of the non-hostile NPC hunters will result in the breaking of the covenant. It seems that walking or rolling into one of the hunters in the forest can be counted as betrayal. Huh. Dann guck ich mal nach, wer Shiva war, weil Shiva habe ich anscheinend was getan. Wer war denn Shiva? What the fuck? Ha. Huh. Okay, der steht irgendwie hier neben. Der hat uns angegriffen. Hä, warum hat uns denn der Typ angegriffen, wenn wir ihn nicht töten dürfen? Was habe ich denn gemacht? Ja, dann nehmen wir uns halt einen anderen Eid. Ich bin extra nicht gebrochen wegen den Wichsern hier, aber wenn die nicht wollen... Vollidiot, ne. Ich meine, sorry, dass ich jetzt mal kurz gucken wollte, aber das fand ich jetzt irgendwie strange. Ja, dann suchen wir uns nach einem neuen Eid um. Dann werde ich mal nach der Aufnahmesession gucken, was für ein Eid ich nehme. Weil irgendwie, muss ich auch zugeben, habe ich jetzt nicht so viel Lust auf PvP, habe ich ja schon gesagt. Von daher brauche ich jetzt noch keinen PvP. Hat sich so angehört, als wäre mir einer gefolgt. Egal. Ja, ich mache jetzt aber auch keinen PvP-Eid, weißt du? Ja, das war jetzt ja irgendwie komisch, ne? Oder wollte der mir helfen gegen den anderen Typen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Komische Leute, ey. Naja, egal. Auf zum Boss. Ja, baller rein. Ja, gut Damage auf jeden Fall über den Kloppen. Dass wir den halt komplett blocken können, finde ich halt krass. Ich will irgendwas mit den Seelen, deswegen gehe ich gerade rückwärts. So.
Oh ja, der tut weh. Der auch. Aber den kann ich doch blocken. Das geht. Alter, ein geiles Moveset, der Typ. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Nicht nochmal schlagen. Weißt du, wahrscheinlich dieser Sprintangriff? Nee. Oh, war knapp. Na, guck mal her. Hey, der ist ja voll geil. Bleib doch mal stehen. Na komm. Oh, er ist langsamer geworden. Oh, er ist sogar hingefallen. Ha. Bund des Artorias. Seele, Wolf, Sif. Heimkehr, Knochen und Menschlichkeit. Das war ja mal mega der coole. Den fand ich richtig geil. Auch vom Aussehen, vom Moveset her, von allem. Was meint ihr denn alle mit Träne? Hornissenring, lol. Okay, wir haben jetzt zwei Ringe bekommen irgendwie. Havelsring. Bund des Artorias ermöglicht Abgrundschreiten. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit dem Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchstreiten. Was meine ich damit? Und gucken wir nach. Dann Artorias. Wieder mal ein versteckter Wert, denke ich mal, oder sowas? Der Artorias, der Abysswalker. Nee. Covenant of Artorias. Effect. Used to enter the Abyss. Ach so. Okay, mehr steht auch nicht. Used to enter the Abyss. Cool, das heißt, wir müssen den Ring sogar irgendwann anziehen. Und dann haben wir noch bekommen den dunklen Holzmaserring, habe ich auch vergessen. Ja, dieser Eisenring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Wer Gefallen diesen seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er unten entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund wie Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Dunkler Holzmaserring. Dieser besondere Ring aus einem östlichen Land besteht aus Gold und ist mit... Sieht ihm jetzt nicht aus wie Gold, ehrlich gesagt, aber egal. Und ist mit einem Holzmaserwappen verziert. Die trickreichen Agenten dieses fernen Landes schätzen die dunkelgoldene Maserung, die das Rollen des Trägers stark verändert. Und gucken wir nach. Woodring, also einfach Holzring. Mal gucken. Darkwood Grain Ring. Genau, das ist der. Effekt. Changes your dodge roll to a faster cartwheel-esque flip that covers more ground, but only when you are at 25% or less of your total equip load. Increases invulnerability frames from 12 frames to 14 frames. Character recovers from roll faster 12 frames to 8 frames. Also man rollt schneller, man ist ein bisschen mehr nicht treffbar und man hat eine viel bessere Rolle, wenn man auf Geschicklichkeit geht, also unter 25% Rüstung ist. While flipping across lava, you take roughly half as much damage from lava as you would when you would run. Okay, also können wir uns damit dann über Lava rollen. Müssen wir uns merken. Hornissenring. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gewinns geschenkt wurde. Der Hornissenring gehörte dem Schwertkämpfer Siaran. Der Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen wie einst der Dolch von Siaran die Feinde von Fürst Gwyn. Was meinen die mit Träne? Egal. Oder ist Sif irgendwas mit Träne? Keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Dann haben wir hier die Seele von Sif. Mit der Seele von Sif,
der das göttliche Ritterschwert erbte, kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen, der das Grab des Abgrundschreiters Artorias hütet. Sick. Versuch's mit Formosa Ring. Ja, und hier ist eine Boss-Area, ne? Ja, das war immer ein übelst cooler Boss. Heftig. Lügner. Also ich glaube, die haben echt Probleme gehabt mit dem Boss. Das war echt gut, dass sie den blocken konnten. Weißt du, was ich jetzt zuerst machen möchte? Wir haben jetzt 74.000 Seelen. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Na, weißt du was? Drauf geschissen. Heimkehrknochen. Dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal neue Pfeile und dann gehen wir die Hydra hier im See töten. Dann war nämlich das Gebiet komplett fertig. Weißt du, ich meine? So, teleportieren. Steindrache. Oh, da können wir uns jetzt auch hin teleportieren. Cool. Wir gehen zu Anor Londo. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt beim oberen oder beim Leuchtfeuer... Ah, nee, warte mal, wir können sie auch direkt zu der Prinzessin teleportieren, ne? Egal, hier holen wir uns schon mal die 20 Essensverkongs, ist ja auch schon mal gar nicht mehr so schlecht. Das ist eigentlich auch ganz geil, ne? Rein theoretisch können wir jetzt hingehen und können uns immer hier die 20 Verkongs holen, müssen gar nicht alle aufwerten. Voll gut eigentlich, ne? Dann gehen wir jetzt mal zur Kammer der Prinzessin. Dann müssten wir doch eigentlich zu ihr kommen, oder? Ja, genau, perfekt, super. Sagt ihr uns eigentlich auch irgendwas, weil wir jetzt hier mit dem Fremd geredet haben? Oh mein Gott. Ja, Eidleisten machen wir später. Okay, sie sagt einfach doch das Gleiche. Alles klar, dann gehen wir nochmal ganz kurz runter und holen uns, finde ich auch gut, dass der Schmied nicht hier so weit weg ist. Also wir können es jetzt zu allen Schmieden, glaube ich, teleportieren, ne? Also es müsste zu den zwei wichtigen. In den Katakomben weiß ich jetzt nicht, aber zumindest zu dem hier, den großen Schmied. Ne, Sens Festung können wir nicht hin. Aber ist doch egal, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen nur den hier und unseren Schmied, den wir zuerst gesehen hatten. Reicht ja. So, Meister. Hey, es hat mal geklappt. Lol. Ich konnte mal außen rumhüpfen. Komisch. Kein Item. Egal. Nehme ich trotzdem. Den gehen wir ganz kurz den Bogenschützen eliminieren. Okay, der macht halt gar nichts im Nahkampf. Ist deine Sache. Dann gehen wir ganz kurz noch den Dicken töten. Ja, erstmal Schaden kriegen. Dumm gelaufen. Da fallen wir jetzt mal hin. Nee, fallen wir nicht. Lol. Sehr gut. Und dann gehen wir uns ganz kurz Pfeile kaufen. Weil... ist notwendig. Auf das Drachenschwert scheiße ich jetzt mal ganz kurz was. Zum Aufwerten. Das machen wir mit den nächsten Seelen. Apropos, Sif gab ganz schön viele Seelen, ne? Cool. Außerdem konnte man die auch nutzen hier, die Sif-Seele bei dem. Kräftig, das bin ich, ja. Umwandeln? Ging es nicht sogar hier? Da, hier. Großschwert des Artorias könnten wir machen. Das ist aber irgendwie schwächer. Ist ja auch Quatsch irgendwie, ne? Hoch, schön. Oh, dann gehen die Werte aber auch hoch. Guck mal. Und wir brauchen dann 34 Stärke. Lol.
Robuster dreimal so gut, Gewicht übel heftig. Interessant. Dafür aber halt deutlich bessere Werte, ne? Also deutlich bessere. Aber mit dem Gewicht können wir auch gleich das dicke Schild mit dem Havel anziehen, also von daher. Und das hier? Oh. Dann skalieren wir überall mit 10, ne? Brauchen aber auch 18 Geschicklichkeit, 18 Magie und 18 Wunder. Das ist dann so ein richtiges Allround-Schwert. Ja, ist ja Quatsch, ne? Wollte ich nur mal gewusst haben. Okay. Dann Waffe verstärken. Wir können gleich auch mal die Mondlichtpfeile ausprobieren. Vielleicht sind die auch noch ganz gut. So, hier. Ist natürlich jetzt teuer, aber die brauchen wir halt, die Pfeile. Mein Gott, schon wieder niesen. Meine Fresse. Ihr glaubt gleich, wie mir das auf Nerven geht. Ich muss hier 500 Mal niesen, Alter. Das ist nicht gut. Ich will mich nicht erkälten. Gar keinen Bock drauf. Ah. Zu Schulzeiten dachte ich mir immer so, boah, jetzt eine Erkältung wäre geil. Dann brauche ich nicht in die Schule gehen. Mittlerweile habe ich da voll keinen Bock drauf. Aber man kann sogar rüberhüpfen, wenn es geht. Glaube ich. Ich hätte mich auch eben umbringen können, dann hätten wir einen Shortcut genommen. Ah, egal. Das Ding ist, jetzt wo wir uns hin und her teleportieren können, macht es nicht eigentlich sogar Sinn? Oh Gott. Macht es nicht eigentlich sogar Sinn, das einfach mit Menschlichkeit zu holen? Also 10 Menschlichkeit zu nutzen, weil... Huh. Weiß ich nicht. Egal, dann teleportieren. Wie kommen wir denn da am besten hin? Wie ging das nochmal dahin? Da mussten wir in den Turm reingehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne? Da unten, wo der Havels Krieger war, da kommen wir zum anderen Dings. Ja, ich glaube schon. Okay, oh Gott sei Dank, mein Gott. Sonnenlicht, Alter. Was ist das eigentlich? Wo kommen wir hin? Ach, hier! Ja, noch besser! Warte mal. Nee, ist das gut? Ja, das ist sogar sehr gut. Da sind wir direkt beim Turm. Voll gut. Damage! Oh, Fresse, Junge! Ja, so ist gut. Ein Hüllenschild. Ja, es gibt uns nochmal ganz geschmeidige 50 Seelen. Das Verkaufen ist schon irgendwie lächerlich. Habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, bin ich ehrlich. Dann gehen wir hier in den Turm rein und da müssen wir dann nach... Nee. Doch. Hier gehen wir nämlich jetzt auf die Brücke hoch. Da war nämlich dieser Taurus-Dämon. Ja. Und da können wir dann auf der anderen Seite den Turm runterlaufen und dann sind wir da, wo der Havel war. Und dann sind wir bei der Hydra. Das ist gut. Also die Rüstung sieht dann auch richtig gut aus, ne? Muss ich mal so mal anmerken. Gefällt mir. So, und nach ganz unten geht's jetzt hier. Dich habe ich nicht vergessen, Kumpel. So, und ganz runter. Ich meine zumindest, dass das da ist, wo wir dann auskommen. Da waren ja diese komischen Kristallwesen und dann hier die... Hoppala. Ne? Genau, Finsterwoods Becken. Ja, hervorragend. Ja, super. Hier sind jetzt diese komischen Kristallmonster und dann ist da die Hydra. Wo gehen wir denn am besten hin? Links kommt man, glaube ich, geschützt stehen, ne?
Nice. Trifft die mich hier? Nee. Aber ich die auch nicht, das ist ein Problem. Wo gehen wir da hin am besten? Wo schießen die jetzt hin? Treffe ich das so? Ja, lol, nice. Sehr gut. Einfach mal reinhalten, ne? Okay, die trifft mich aber auch, die Hydra. Ist doch egal. Die hält nicht so viel aus wie die andere, witzigerweise. Das ist gemein, von der Seite zu kommen. Ich hätte dich mal gehört. Aber es ist ein guter Ort. Wir haben 20 Flakons, also reingehauen hier, ne? Da vielleicht besser. So? Nee. 19 Damage. Hat immer irgendwie mehr gemacht. Oh, lol. 143. Da rechts irgendwie. Da irgendwie. Nee, warte, da ist auf jeden Fall der Kopf, aber ich sehe nicht richtig. Ich muss mir eben eine andere Position einnehmen, das funktioniert so nicht. Ja, hier ist gut. Hier sehen wir wenigstens was. Ein Kopf ist ab, ne? Ja, einer ist ab. Und hier trifft die mich, das ist ärgerlich. Okay, das war jetzt ein Fehler. Wollte ich jetzt nicht. Hit. Hit. Zweiter Kopf ist ab. Ja, daneben. Komplett daneben alles. Ja, das war okay. Ja, so ist gut. Ach, der ist auch auf der Kopf. Die hält deutlich weniger aus als die andere tatsächlich. Ist das zu hoch? Nee, zu tief. Lol, der ist ja voll riesig, der Kopf. Also voll hoch, meine ich. Ich mach irgendwie keinen Schaden, ne? Heftig. Ah ja, so ist okay. Meint ihr, die Hydra respawnt? Ja, war okay der Hit. Der nicht. Nee, ich treffe nicht so gut. Ich muss irgendwie nach links vielleicht zielen. Ja, das ist okay. Einer übrig. Die Frage, wie treffe ich den denn jetzt? Was sind zwei noch, ne? Zwei, glaube ich. Nee, einer. Ja, wenn er nicht so viel rumzappeln würde, dann wäre es doch ein bisschen einfacher. Okay, vielleicht ein bisschen dahin. Ja, so ist gut. Perfekt. Ja, die Hydra finde ich irgendwie so ein komisches Gegner. Zeugs sie irgendwie. Auf der einen Seite finde ich richtig geil, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist sie irgendwie so ein bisschen krepelig. Naja. Ah, ne, es ist noch ein Kopf. Aber ich hatte schon gewundert, weil irgendwie war noch Leben übrig. Dann sind es ja doch sechs Köpfe. Ne, doch. Ne, sieben Köpfe sogar. Krass.
Okay, da geht der Kopf hin. Alles klar. Oh, er hat gefangen. Nice. Hit. Drachenstein, das Kronenring. Und 10.000 Seelen oder so? 5.000 nur, lächerlich. Ja, okay, gut. Ne, das gab uns jetzt noch einen Ring. Mein Gott, wir kriegen ja viel mehr Ringe als sonst was. Havelsring. Das Kronenring gewährt zusätzlich Magie, aber halbiert TP. Dieser magische Ring in Form einer Krone wurde Prinzessin Dusk von Ulassil zu ihrer Geburt geschenkt. Der Ringstein erlaubt dem Träger, zusätzliche Zauberei zu wirken. Allerdings kostet das die Hälfte der Trefferpunkte. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Das ist die Frage. Aha, das ist eine Nachricht. Okay. Ob es hier weitergeht. Cool. Ich stehe mal hier beim Wasserfall, oder? Weil da eine Nachricht ist. Hier. Okay, Troll, glaube ich. Da sind Bluttropfen. Lass mich raten, hier falle ich einfach mal in den Tod rein. Nee, da geht's rein. Lol. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Eine lange Leiter auf jeden Fall. Mein Gott, ist die lang. Und wo sind wir jetzt hier? Ach, die Holzbrücke, die haben wir auf der anderen Seite mal gesehen gehabt. Ja, genau. Okay, da war ein Item. Habe ich gesehen. Da ist noch ein Leiter, alles klar. Eine Ritterseele, okay. Konnten wir hier runterklettern? Habe ich gar nicht gesehen. Lol. Ha. Warte mal ganz kurz. Ich minimiere eben. Jetzt habt ihr ganz kurz den Sound nicht da. Ich muss mal eben ganz kurz Discord wegmachen, weil ich werde gerade zugespammt ohne Ende und es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Deswegen gehe ich jetzt hin. Stimme ich jetzt einfach auf Offline. Uno Momento. Wie mache ich das nochmal auf Beschäftigung? Achso, da unten. Okay. So, dann ist mich der Spacko jetzt schon mal stumm gestellt. So. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? Dann gehen wir. Ich würde sagen, noch ein bisschen den See erkunden. Und dann gehen wir. Wo gehen wir jetzt? Ist das hin eigentlich? Die goldenen Tore sind ja aufgegangen, ja, da können wir eigentlich auch mal hingehen, theoretisch. Ich glaube, zuerst gehen wir mal unten in diesen Neulondo-Ruinen rein, weil da hatten wir jetzt schon so oft Kontakt mit gehabt. Ne? Okay, ich kann hier sogar drauf gehen. Weißt du, da hinten sieht aus wie ein Weg, ich weiß nicht, mein.
Ach komm, drauf geschissen. Okay, da fallen wir runter. Das sehe ich. Ja, hier ist so eine Kante. Seht ihr die auch? Da war ja die Hydra. Gehen wir mal da an der Kante entlang. Weil das meine ich, das ist wie so ein Gang, weißt du? Ich bin zwar jetzt langsam, ist mir aber egal. Ich würde lieber sicher hier auf Abstand immer laufen. Von der Kante. Nicht, dass das jetzt irgendwann so einen Schritt macht, dann ist da plötzlich hier so ein Gang nach unten. Okay, hier sieht's safe aus. Was haben wir hier? Boah, hier geht's einfach irgendwann so einen Abgrund runter, das ist ja gemein. Eine Nachricht. Aha, guck mal an. Zwei Nachrichten sogar. Also hat sie doch was bewacht, die Hydra. Nur was hat die bewacht? Okay. Viel Erfolg. Ein Boss? Wie ist der da hochgekommen? Ha! Hä? Hier ist jetzt nichts oder was? Noch mal ganz kurz im Wiki nach. Ich gucke jetzt auch nur nach, weil ich würde jetzt hier weggehen. Wenn ich jetzt aber hier weggehe und hier noch was ist, dann wäre es ärgerlich, wenn wir was verpassen. Deswegen gucke ich jetzt nach, weil ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, ich denke, das ist einfach nur... Hä? Wobei, weißt du was, wir versuchen jetzt mal ganz kurz das, was wir auch vorher nicht gemacht hatten, bei diesem einen Drachen auf der Brücke, in den Gemälde. Ich wollte einen Sprungangriff machen, aber hey. Okay, das bringt nichts. Ja, gut. Okay. After defeating the Hydra in the Darkroot Basin, hug the left hand side of the lake and follow the edge past the ladder until you see a golden crystal golem. Hä? Note, you must quit and reload your game. Wow. Wow. Hä, hey, warum muss ich denn das... Echt jetzt? Okay, Wiki sagt, Spiel neu starten. Machen wir mal. Halte ich zwar jetzt gerade für ein Gerücht, weil das wäre ein bisschen dämlich, wenn sich da jetzt nicht was ändern würde, aber war bei diesem einen Vogel ganz am Anfang... Tatsache. Okay, der kann ja nicht viel, ne? LOL. Was? Ich habe jetzt ein Item erwartet und nicht eine Frau. Okay, hi. So, it is thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal. Is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Klar, warum nicht? My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my signature. Okay. It seems that my time is done. Mhm. May the great flames guide thee. Oh, tschüss. Und das hat mir jetzt was gebracht.
Haben wir da irgendwas bekommen? Ha. Okay. Was bringt mir das jetzt? Ha. Keine Ahnung. Werden wir schon irgendwas sehen. So, dann gehen wir mit meinem Heimknochen zurück. War jetzt irgendwie weird, ne? Keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt... Boah, ich weiß nicht, wo wir hingehen sollen. Da sind wir durch. In Schandstadt sind wir komplett durch jetzt. Drachental wäre eine Möglichkeit. Ach nee, die neue Londo-Runes wollte ich hingehen, ne? Ja, genau. Weißt du was? Wir gehen uns mal ganz kurz eben hier... Pass auf, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt mal teleportieren zu Anua Londo. Dann holen wir uns die 20 Flakons. Dann gehen wir zurück zum ersten Schmied. Dem geben wir mal die zwei Glut-Dinger, die wir gefunden haben. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, genau. Dann gehen wir hier zum Gemeinde der Untoten. Genau. So. Dann gehen wir in die Sensfestung. In Sensfestung kriegen wir diese zwei komischen großen Kackviecher. Richtig. Alles gut. Moin. Show me that ember of yours. Well, I've never heard of a black ember. How about leaving that ember with me? I find it strangely fascinating. Klar. Yes. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential indeed. Können wir da jetzt auf plus 15 gehen, oder? Ach, es ist jetzt einfach hier sowas, okay. Alles klar. This is the old. It was abandoned. Sensfestung und Finsterwurzgarten. Hauptsache, der redet mit uns, das habe ich vorhin irgendwie vergessen. Ja, da war ich auch schon. Sir Onion. Geht es nicht schlecht. I know little of the Darkroot Garden, although I've heard rumors of a divine blacksmith who resides there. Echt jetzt? Those who get stumped in the catacombs seek him for divine weapons. Okay. Das ist ein Schmied gewesen? Glaube ich jetzt nicht irgendwie, weil habe ich nichts von gesehen, aber. One other thing about the Darkroot Garden. It is said to house the grave of Sir. Ach stimmt, da können wir auch noch reingehen. Abyss Walker. Only of those who ventured into the forest, none has returned. Puh. Noch was? Oh yeah, it is said to only of those who ventured. Okay, dann machen wir jetzt hier. Irgendwas wollte ich noch gemacht haben. Ich habe es aber jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ah ja, genau. Ich habe noch eine Glut. Ach, jetzt. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Oh, kann er nicht. I'll be seeing you then.
Was war das für eine Glut, die wir hier nochmal hatten? Die blaue Glut. Ja, die ist ja jetzt auch nicht so wichtig, aber okay. Dann gehen wir... Ne, nicht hier lang. Ich sagte ja Sens Festung, ne? Um diese zwei Viecher zu töten. Dass wir die schon mal aus dem Kopf haben, weißt du? Ha. Wir können natürlich auch hingehen. Und... in dieses Artorias-Grab reingehen, ne? Glaube ich. Guck mal her. Ja. Okay, die können gar nichts mehr. Nice. Dann springen wir mal ganz kurz hier in unseren halben Tod runter. Auf geht's. Oh, Leute, das war fast echt unser Tod. Ach du Scheiße. Okay. Und dann gehen wir den Vollpfosten töten. Nee, können wir nicht. Ach, scheiße. Ich habe doch jetzt keinen Ring dafür. Und auf Havels Ring verzichten kann ich nicht wirklich. Ich will den Drachentöterbogen, also vielleicht geht's damit. Okay. Guck mal her. Aua. Nein, nicht zurückgehen. Sacre bleu. Ja, wir haben 16 Flakons. Ja, ich will jetzt aber endlich mal loswerden, die beiden. Hält sich so in Grenzen irgendwie. Klappt nicht so, wie ich das will. Ich würde ihn ja gerne anlocken, weil so ist Kacke. Nur da komme ich halt auch nicht hin. Weißt du was? Wir sehen den doch jetzt mal an. Okay. Bisschen Kuschelkurs. Oh, das klappt eigentlich ganz gut. Nee, nicht zurückgehen. Scheiße. Ja, jetzt kommt der andere Schmutz. Ja, zwei sind unfair. Bin ich ehrlich. Okay, einen Hit haben wir gegeben. Ich schieße ihn. Gott sei Dank. Pass auf, Verzweiflung. Ja, die sind echt krass schwer. Gebe ich zu. Aber geht so. So, endlich haben wir schon mal einen von den down. Den anderen können wir wegsnipen. Der ist mir dann egal. Weißt du, die können wir einfach kurz mit den Drachenpfeilen den Typen erledigen. Oder wo schießt er denn hin? Ja, fantastisch. Dann sind wir nämlich endlich auch mit Sens Festung 100% durch. Okay, warte mal ganz kurz. Chill mal. Wir müssen jetzt nicht unbedingt komplett riskieren, ne? Warten wir eben, bis er zurückgeht, ne?
Nice. Kritisch. Die kommt ein bisschen hin, ne? Ja, aua. Ich glaube, er rutscht gerade zurück. Nee. Ja, pass auf, mach was so. Oh, er hat immer gemein. Kurz trinken. War gut. So, meine Fresse. Perfekt. Und dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Und... ja, und gucken uns die Nachricht an. Das war's eigentlich auch schon. Geschafft. Ja, nice. So, und da ich ein faules Stück Scheiße bin... Heimkehrknochen. Ja, das hat sich ja gelohnt. Wir können eigentlich mal, weißt du was, wir legen die mal hier hin. Weißt du, haben wir ganz ehrlich, die nutzen wir mittlerweile doch recht häufig. Am Anfang habe ich die nie genutzt. Aber ist eigentlich ganz cool. Am Leuchtfeuer rasten. Genau. Nee, warte, wir gehen ganz kurz die Seelen aktivieren. Ich habe nämlich eine Idee, was wir machen können. Hier. Seele Soldat. Die sind eh Schrott. Ja, 2000, das geht. Schrott ist nicht... ist falsches Wort dafür. Aber die ist okay. Genau, 8000, sehr gut. Perfekt. Und die andere holen wir uns auch noch ganz kurz. Ich hoffe, 5000 waren das. War perfekt. Genau das war nämlich das, was ich geplant habe. Dann können wir jetzt hier hingehen und Waffe verstärken. Das mal ein bisschen aufwerten. Da fehlt uns ein Drachenstein. Und Seelen. Aber das ist geil. Dann haben wir das nämlich auch schon fast fertig. Gut, dann haben wir das jetzt fertig abgeschlossen. Sens Festung ist gar nichts mehr, was wir brauchen. Dann können wir jetzt nach den Neulondo Runes gehen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz, bevor wir ganz kurz zurückgehen, nochmal eben nach Anor-Londo und holen uns die 20 Flakons. Gönnen wir uns eben. Kann nur gut sein. Anor-Londo. Teleportieren. Und dann gehen wir hier nach... das war... der Feuermannschrein, ne? Nee, doch, nee, nee, doch, doch, klar. Nee, nein, doch, vielleicht, ja.